Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir sind heute mal wieder auf zwei Rädern unterwegs. MotoGP 17 steht an, Ewigkeit nicht mehr angefasst, das Game. Also das ist bestimmt über ein Vierteljahr her. Dementsprechend, das ist heute ein Live-Gameplay und erwartet nicht zu viel. Wir sind jetzt gleich auf dem Sachsenring unterwegs. Ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt die Strecke, die man sich für einen Einstieg oder Wiedereinstieg aussuchen sollte, denke ich. Die ist also ziemlich technisch anspruchsvoll. Dementsprechend, mal sehen, was da so geht. Wir sind mit Jonas Folger unterwegs, fahren hier ein schnelles Rennen. Dementsprechend starten wir ganz hinten und versuchen uns nach vorne zu kämpfen. Letztes Jahr in der 2017er Saison war das ja Jonas bestes Rennen mit Abstand, wird da Zweiter hinter Marc Marquez, also richtig, richtig geiles Rennen und wir versuchen das Ganze mal zu reproduzieren und dementsprechend würde ich sagen, alles andere, was wir beschnacken wollen oder was ich beschnacken möchte heute, dann im Rennen jetzt und wir starten mal zur Strecke Vollgas. So, das überspringen wir hier direkt. Und gehen direkt ins Rennen. 8 Runden dauert das Ganze jetzt, glaube ich. Mal so ein bisschen Zeit. Und Gang rein. Los geht's. So, ich konzentriere mich jetzt erstmal kurz auf den Start hier. Keinen Mist zu bauen. Wir halten uns hier erstmal ein bisschen zurück. Ist im Getümmel. Und hier können wir schon ganz gut reinstechen. Ein bisschen weit außen hier die Linie. Aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Jetzt wird es eher eng. Ja, da kommen die ersten Berührungen. Oi, da quetschen wir uns durch. Das ist das Schöne am Motorrad. Das ist sehr schmal. Wir kommen überall durch. Ja, und jetzt hier, das ist schon die erste problematische Stelle. Hier den Scheitelpunkt zu treffen, ist überhaupt nicht einfach. Jetzt haben wir zum Glück ganz viele Mopeds um uns rum, wo wir uns ein bisschen orientieren können. Aber ich sag mal, dafür, dass ich jetzt kein Training gehabt habe vorher, läuft das doch schon ganz gut. 5 Positionen schon gut gemacht. Hinter den Mark VDS-Jungs. So, jetzt müssen wir nur unseren Flow hier finden. Und dann denke ich mal, läuft das schon. Jack Miller da mit einem wilden Wheelie. Ah, haben wir auch den Scheitelpunkt ein bisschen verpasst, aber ich denke mal, das sollte passen. Da kommt Bautista vorbei. Jetzt den Berg hier hoch auf Start und Ziel wieder. Und damit sind wir mit der ersten Runde schon durch. Oh, sorry. So. Ja. Weil es sich jetzt ein bisschen beruhigt hat, kann ich jetzt auch mal mich darauf konzentrieren, ein bisschen was zu erzählen. Aber noch ist das hier so eng beieinander. Ah. Hier auch wieder. Oh Gott. Kann man es da halten gegen Barbera? Ja, ich war mir gar nicht mehr darüber bewusst, wie eng die Kämpfe hier immer sind. Obwohl man gegen KI fährt, da muss man ja echt sagen. In den Milestone Games, das haben sie doch mittlerweile ganz gut raus. Also das macht Spaß. Wenn die auch manchmal komisch fahren, das macht Spaß und man kann kämpfen. Was man ja in so manch anderen Rennsimulationen nicht unbedingt sagen kann. So, ich fahre immer schön defensiv, lasse mir erstmal ein bisschen Zeit. Ich denke mal, Speed können wir dann im Laufe des Rennens immer noch finden. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Platz. Ja, Grund für dieses Video, klar, die 2018er Saison steht an. Es sind jetzt, glaube ich, noch knapp 2 Monate. Ich glaube, irgendwie Mitte März oder so müsste, Mitte, Ende März müsste das Ganze wieder losgehen. Ich schaue mal kurz nach, ich habe es mir hier extra offen genommen, gemacht. Ja genau, Mitte März geht's los, Katar. Vorher stehen noch 3 Tests an. Das sind einmal, ich glaube schon Ende Januar, gibt's da ein Wochenende Testfahrten in Sepang. Genau, Sepang. Dann 2 Wochen später, Mitte Februar, geht's dann nach Thailand. Ja genau, neue Strecke haben wir auch im Kalender dieses Jahr. Und weil sich Michelin gesagt hat, wir wollen nicht ganz unvorbereitet auf die Strecke kommen, von der Reifenwahl her, haben die sich halt dafür eingesetzt, die Testfahrten oder einen Testtermin mehr oder weniger dort festzuhalten und abzuhalten. Deswegen halt Mitte Februar Tests in Thailand. Ich kann auch gleich mal nachgucken, wie der Ort da heißt, wo das Ganze stattfindet. Das habe ich nämlich auch offen, aber dafür brauchen wir mal ein kurzes, gerades Stück. Das ist hier so schwierig. Buriram
keine Ahnung, ich kenne mich in Thailand nicht aus, ich kenne die Strecke auch nicht, wusste gar nicht, dass es da sowas gibt, was MotoGP-tauglich ist. Aber auf jeden Fall da die zweiten Testfahrten und dann zum Abschluss in Katar Anfang März, 2 Wochen bevor die Saison da wieder losgeht. Dementsprechend allzu viel Zeit ist nicht mehr bis dahin. Die ersten Teams haben ja ihre neuen Bikes auch schon vorgestellt. Also ich weiß, die neue Ducati habe ich schon gesehen. Oder vielleicht war es auch nur die Lackierung. Ich bin mir nicht genau sicher, aber ist ja auch jetzt erstmal nicht so wichtig. Genau, dann haben wir noch eine Sache, die mir im Grunde erst den Anlass für dieses Video darstellt. Ich sag mal, ich glaube normalerweise wäre ich noch nicht auf die Idee gekommen, hier über die 2018er Saison zu reden. Aber ich sag mal, wir fahren nicht ohne Grund hier mit Jonas Folger. Und zwar, ich denke mal, viele deutsche MotoGP-Fans haben sich ja darauf gefreut, ihn 2018 wiederzusehen. Vielleicht sich deswegen auch extra Karten für den Sachsenring geholt. Nachdem er ja da letztes Jahr so ein grandioses Rennen gefahren ist, denke ich mal, haben sich da einige auch gedacht, jo, den wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall mal live sehen. Er war ja auch gesetzt bei Tech 3. Ihr merkt schon, worauf das hinausläuft. Ja, Jonas hat in dieser Woche bekannt gegeben, dass er 2018 kein MotoGP-Rennen fahren wird. Genau, richtig gehört. Kein MotoGP-Rennen mit deutscher Beteiligung in 2018. Das ist natürlich jetzt erstmal eine Riesenenttäuschung, muss man ganz ehrlich so sagen. Für mich und alle anderen deutschen MotoGP-Fans wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall, ich habe auf Motorsport Total so ein Interview gelesen mit Hervé Poncharal, der Teamchef von Tech 3. Der ist wohl auch aus allen Wolken gefallen, weil das Management von Jonas Folger hatte wohl mitgeteilt, dass er aus gesundheitlichen Gründen die Saison 2018 auslassen wird. Nachdem er ja 2017 schon, ja, ich weiß gar nicht wie viele Rennen, auf jeden Fall die letzten paar Rennen alle ausgesetzt hatte. Ich wusste damals ehrlich gesagt gar nicht, was er hat, gesundheitlich. Klar, wenn man Rennen aussetzt, dann muss da schon ein bisschen was Ernsteres sein. Vor allem so viele, über so eine lange Zeit auch. Jetzt habe ich mich mal ein bisschen informiert da und habe auch rausgefunden, woran er leidet. Und zwar nennt sich das Gilbert-Syndrom. Ich will da jetzt technisch gesehen mehr oder weniger gar nicht groß drauf eingehen. Ich denke mal, das interessiert sowieso keinen. Auf jeden Fall, dieses Gilbert-Syndrom ist eine mehr oder weniger harmlose Stoffwechselerkrankung. Die ist sogar relativ verbreitet. Also ich glaube, so circa 10% der Bevölkerung, mehr Männer, leiden sogar darunter. Oftmals wird das gar nicht erst erkannt, weil die Symptome sind jetzt je nach Ausprägung mehr oder weniger fast gar nicht vorhanden. In einer leichten Stufe dieses Syndroms heißt das, kann es durchaus sein, dass man nur einige Medikamentenunverträglichkeiten hat oder sowas. Das wäre jetzt also nicht so tragisch. Bei stärkerer Ausprägung allerdings kann das Gilbert-Syndrom halt zu erhöhter Müdigkeit, Konzentrationsschwäche führen. Und ich sag mal, da kann man es dann natürlich verstehen, dass wenn man auf so einer MotoGP-Rakete unterwegs ist und man auf einmal unter Müdigkeit oder Konzentrationsstörung leidet, dann ist das nicht ganz so geil. Und deswegen vollstes Verständnis dafür, Jonas, dass er letztes Jahr die Rennen ausgelassen hat und dass er auch dieses Jahr sagt, wenn ich das nicht in den Griff bekomme, und es klang eigentlich so, als würde es ihm da schon besser gehen, nur ja, die hundertprozentige Fitness ist wohl nicht da. Und dann kann man auch verstehen, denke ich, dass er die 2018er Saison dann auslässt. Weil ich sag mal, was bringt's ihm, wenn er mit 90% Fitness da in die Saison geht und sich dann in jedem Rennen von seinem Teamkollegen Johann Sarko bügeln lässt? Dann, das bringt ihm nichts, das bringt dem Team nichts. Deswegen, ich akzeptiere diese Entscheidung voll und ganz, genauso wie der Teamchef von Tech 3. Auch er akzeptiert das, hat jetzt natürlich das Problem, kurzfristig Ersatz finden zu müssen. Aber ja, deswegen, leider, leider kein Jonas Folger in 2018. Dafür widme ich ihm hier dieses Video und wünsche ihm an der Stelle natürlich auch alles Gute. Ich hoffe, dass wir ihn dann in der Saison 2019 wieder mit voller Fitness begrüßen dürfen. Naja. Ja, aber wo wir schon dazu kommen, da ist natürlich jetzt ein Fahrerplatz bei Tech 3 frei geworden. Da bin ich schon mal interessiert daran, ja, was Poncharal da oder wen Poncharal da ranzieht, um ihn daneben Sarko fahren zu lassen.
Generell das Starterfeld in der MotoGP 2018. Uiuiui, da kommt der Curb. Gar nicht mal so groß unterschiedlich, also unterscheidet sich nicht großartig zu dem 2017er Starterfeld. Bei den großen Teams hat sich da nicht allzu viel getan. Sowohl Honda als auch Yamaha behalten ihre Fahrerpaarung. Auch Ducati, das Werksteam, mit der gleichen Paarung am Start. Suzuki auch. Dann haben wir dann jetzt die erste Änderung im Aprilia-Team. Hier haben wir nämlich anstatt von Sam Lowes, der letzte Saison viele Probleme hatte, haben wir dieses Jahr, wen haben wir da? Scott Redding, genau. Von der Ducati auf Aprilia jetzt gewechselt. Dann in den privaten Ducati-Teams hier hat sich auch ein bisschen was getan. Da müsste ich jetzt allerdings kurz nach links schauen. Und das ist gerade schwierig. Ich fange sofort damit an, nachdem wir hier hoffentlich den guten Loris Bass überholen können. Jawohl, reingestochen. Ich habe mich jetzt überhaupt nicht aufs Rennen, ehrlich gesagt, konzentriert. Die ganze Zeit nur geredet. Deswegen wahrscheinlich seht ihr hier totales crappy Gameplay. Also ich hoffe es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Und dafür, dass ich 4 Monate nicht mehr gemacht habe. Wisst ihr was? Wir fahren jetzt eben die Runde noch zu Ende und dann spreche ich noch kurz über die Fahrerpaarung. So, hier können wir vielleicht mal kurz gucken. Nichts gesehen. Ja! So viel zu crappy Gameplay. Das habt ihr jetzt auf jeden Fall gesehen, hier noch mit dem Sturz. Ihr seht, Jonas hat das definitiv besser drauf gehabt am Rass-Sachsenring dieses Jahr. Letztes Jahr. Wir werden hier 16. Oh Mann, ey. Total verkackt. Aber okay, darum geht's nicht. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich muss, glaube ich, MotoGP wieder öfters anfassen. So, aber das Ergebnis ist mir jetzt gerade egal. Ich gucke jetzt nochmal kurz auf die Fahrerpaarungen. Suzuki, alles habe ich ja schon gesagt, bleibt Andrea Iannone, Alex Rins, Aprilia, Scott Redding, wie gesagt, neben Aleix Espargaró. Bei KTM bleibt alles gleich, Bradley Smith, Paul Espargaró. Dann natürlich Tectoire, Johann Sarko und Jonas Folger, wie gesagt, nicht am Start, da wird sich noch herausstellen, wer dafür fährt. Bei Pramac Ducati haben wir neben Danilo Petrucci, der auch letztes Jahr schon da am Start war, Jack Miller im Team, er also von der Honda jetzt Ducati und nächstes Jahr. Ich bin gespannt, was er darauf bringt. Dann haben wir, genau, Lucio Cecchinello Racing. Cal Crutchlow, letztes Jahr ja alleiniger Fahrer, schon seit vielen Jahren das Team nur mit einem Motorrad am Start. Dieses Jahr allerdings haben wir hier ein zweites Motorrad am Start und das wird von Takagi Nakagami pilotiert. Der war ja letztes Jahr schon in der Moto2 und davor die Jahre auch schon unterwegs. Auch sehr erfolgreich gewesen, auch ein Newcomer, sehr interessant wird das. Dann das Mark VDS Team, sich natürlich komplett umstrukturiert, sagen wir mal so. Auch Tito Rabat nicht mehr dabei. Jack Miller jetzt auf Ducati. Mark VDS auf jeden Fall mit Franco Morbidelli und Thomas Lüthi unterwegs. Zwei Newcomer aus der Moto2. Das wird auch sehr interessant. Die haben sich ja in der Moto2 letztes Jahr schon richtig gut duelliert. Mal gucken, ob sie es bei Mark VDS dieses Jahr genauso machen werden in der MotoGP-Klasse jetzt aber. So, und dann haben wir noch das Aspar Ducati-Team. Alvaro Bautista und Karel Abraham. Ich glaube, da hat sich nichts getan. Die waren auch letztes Jahr so unterwegs. Und das Avincia Ducati-Team. Tito Rabat und Xavier Simeon. Okay, Tito Rabat also von Mark VDS zu Avincia Ducati. Da fällt mir doch gerade auf, wie guten Loris Bass, den wir gerade noch überholen konnten. Oder konnten wir? Nein, konnten wir nicht. Wir sind ja noch auf die Fresse geflogen. Nächstes Jahr nicht mehr dabei. Xavier Simeon dafür dabei. Okay, interessant. Ich habe es mir auch noch ehrlich gesagt jetzt gerade erst zum ersten Mal angesehen. Auf jeden Fall, bei den kleineren Privatteams hat sich also einiges getan. Bei den großen Werksteams, Yamaha klar, Rossi, Vinales, Honda mit Marquez und Pedrosa und Ducati mit Lorenzo und Dovizioso wieder am Start. Das wird hoffentlich wieder genauso ein geiler Kampf wie in diesem Jahr schon. Wie ihr seht hier, Ducati, ach, mein Gott. MotoGP-Modus ist bei mir auch schon an. Die VR46 Cap ist am Start. Ich bin also jetzt schon heiß, auch wenn es noch 2 Monate bis dahin geht. Dauert, meine Fresse, ich bin schon komplett durcheinander und red hier einen Müll zusammen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Auf jeden Fall, damit sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ja, wie gesagt, der Grund, warum ich das gemacht habe, jetzt nicht unbedingt so erfolgreich. Jonas Folger also nächstes Jahr nicht dabei. Sehr, sehr, sehr schade damit. Für die deutschen MotoGP-Fans mit Sicherheit eine Riesenenttäuschung. Aber ich denke mal,
Die Saison wird trotzdem sehr, sehr spannend und ich bin schon unglaublich heiß drauf und ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und ich sag mal bis dahin, ciao. Brr, Mann!